Hallo ihr Lieben, Andi Edition am Start mit einem neuen Video zu Destiny. Destiny 2 erscheint am 8. September und die erste Erweiterung, die kommt schon im Winter 2017 und wird uns hoffentlich interessante Geschichten über Osiris erzählen. Das Thema der zweiten Erweiterung ist Rasputin. Diese erscheint dann im Frühjahr 2018. Nun gut, das war schon bekannt. Doch jetzt hat sich der CEO von Activision zu Wort gemeldet und verrät uns ein paar neue Details. Destiny 2 wird kontinuierlich Inhalt-Updates bekommen. Ich schätze, dass wir alle ein bis zwei Monate kleine Veränderungen im Spiel erleben werden. Das klingt sehr vielversprechend. Ihr müsst euch nur mal vorstellen, wie genial das sein könnte, wenn wir jeden Monat ein neues Live-Event bekommen würden. Oder selbst wenn es im Monatstakt neue Missionen gibt, die die Geschichte fortführen. Ich würde es feiern, und ihr? Der CEO von Activision sagt, um diesen stetigen Strom von Inhalten liefern zu können, arbeitet Bungie mit anderen Studios von Activision zusammen. Ich hoffe sehr, dass Blizzard damit gemeint ist, denn die haben schon genug Erfahrung mit WoW, wie man ein Spiel konstant mit Inhalten versorgt. Außerdem hat der CEO von Activision erzählt, dass Destiny 2 eins der meist vorbestelltesten Spiele der Firmengeschichte ist. Das verdient Respekt. Ihr müsst nämlich bedenken, dass hier auch die Erweiterungen von WoW mit inbegriffen sind. Diese wurden ja gekauft wie warme Semmeln. Im neuesten Weekly Update redet Bungie über den Livestream, den sie am 18. Mai veranstalten. Wir haben noch zwei kurze Wochen vor uns, um eine Show auf die Beine zu stellen. Die Location ist gebucht. Unsere Moderatoren wurden ausgewählt. Einladungen werden noch immer geschickt. Bald wird die Bühne aufgebaut. Das sind wirklich spannende Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Wenn man sich das Internetgemurmel so anschaut, scheint ihr auch ganz schön aufgeregt zu sein. Es gibt nur eine Sache, die besser ist, als der Welt einen Einblick in unsere harte Arbeit zu geben. Allen die Tore zu unserem finalen Produkt zu öffnen. Aber ganz so weit sind wir noch nicht. Erst einmal müssen wir euch zeigen, was wir in unserem Studio getrieben haben. Dann beginnt ein ganzer Sommer voller Momente, in denen ihr mehr herausfindet oder sogar selbst spielen werdet. Das ist der Beginn einer Reise und wir laden euch dazu ein. Bungie möchte also wirklich ein richtig episches Event organisieren. Ich bin schon gespannt, welche Fragen beantwortet werden und welche Fragen nach dem Event entstehen werden. Vor allem interessiert mich die Grafik. Werden wir hier eine aufpolierte Version von Destiny 1 sehen? Oder wird es ein richtiger Next-Gen-Titel mit Grafik, die uns umhaut? Sobald es mehr Informationen gibt, findet ihr sie hier auf meinem Kanal. Das war's von mir, ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Andi Edition is back!